Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jujutsu Kaisen ist mein absoluter Lieblingsmanga und auch Anime. Also ich habe den Manga komplett zu Hause und den Anime auch schon mehrfach geschaut. Und es ist eine wirklich, wirklich fantastische Serie von sowohl Mangas als auch Anime. Ja, und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein neues Format starten möchte auf diesem Kanal, wo ich eben ja so Buch-, Anime-, Manga-Reviews mache. Also wahrscheinlich erstmal vor allem Anime und Manga, aber grundsätzlich habe ich auch Lust, das so ein bisschen auszuweiten auf ja, meine Lieblingsbücher und so. Ja, und ich hoffe, dass die Idee euch gefällt. Bevor wir damit anfangen, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass das natürlich meine Meinung ist und meine Einschätzung von den ganzen Sachen, weil ja, gerade mit Animes kenne ich mich wirklich noch nicht allzu gut aus. Also ich gucke seit 2 Jahren Animes oder so und ich habe jetzt auch noch nicht so unglaublich viele gesehen. Von daher, ja, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas Ergänzendes habt oder Kommentare dazu, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und genau, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, auch über konstruktive Kritik, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht allzu viel Ahnung von dem Thema. Ja, und dann geht's auch schon los. Bei Jujutsu Kaisen handelt es sich um eine Manga-Serie, die erstmals 2018 rauskam. Die ist von G.G. Akutami, hoffentlich spreche ich das richtig aus. Und es sind inzwischen eben 20 bzw. 21 Mangas, 20, die so von 1 bis 20 durchgehen. Und dann gibt es noch Band 0, der halt auch ja, in der Story quasi zusammenhängt, aber da ist der Hauptcharakter eben noch nicht drin. Das ist quasi so davor, ein Prequel sozusagen, glaube ich. Genau, seit 2020 gibt es außerdem eine Anime-Adaption vom Studio MAPPA und ja, die ist auf jeden Fall auch schon ziemlich gut. Und da ist bereits eine Staffel und ein Film rausgekommen. In Jujutsu Kaisen geht es um den jungen Yuji Itadori. Das ist ein ja, Junge, der in Tokio lebt und dessen Großvater ganz zu Anfang stirbt. Und sein Großvater gibt ihm quasi so als ja, letzte Worte mit auf den Weg, dass Yuji seine Kräfte, er ist ziemlich stark, er hat quasi übernatürliche Kräfte, dass er diese Kraft nutzt, um Leuten zu helfen und um dafür zu sorgen, dass er nicht alleine und ohne Sinn stirbt, sondern eben so vielen Menschen wie möglich dabei vorher helfen kann. Kurz danach finden Yujis Freunde ein sogenanntes Fluchobjekt, was ja sehr gefährlich ist und für seine Freunde auch lebensbedrohlich. Er schafft es dann, das als Möglichkeit zu nutzen, quasi erstmals im Sinne seines Großvaters sozusagen zu handeln, indem er ja, seine Freunde rettet und zwar dadurch, dass er dieses Fluchobjekt ist. Jetzt handelt es sich bei diesem Fluchobjekt um eines von 20 ja, Fluchobjekten, die eben einen bestimmten Fluch bündeln bzw. festhalten. Und dieser Fluch kommt dann halt eben durch Yuji sozusagen wieder zum Leben. Da Yuji aber seine übernatürlichen Kräfte hat, schafft er es eben diesen Geist, diesen Fluch sozusagen im Zaum zu halten. Aber dadurch wird er natürlich zu einer großen Gefahr für die Jujutsisten. Hoffentlich ist das richtig so. Da diese nämlich eben Flüche ja entweder vernichten, exorzieren oder eben irgendwie aus dem Weg schaffen. Und Yuji ist ja nun zwar ein normaler Mensch, aber er hat eben einen Teil dieses Fluches in sich und es ist unklar, wie lange Yuji es schafft, diesen Fluch in sich zu halten, ohne ihm die Kontrolle zu überlassen sozusagen. Und damit wird er zum Gefäß für diesen Fluch und eben eine Bedrohung. Ja, die Konsequenz der Jujutsisten ist es dann eigentlich, ihn hinrichten zu lassen, sodass eben Yuji mitsamt dieses Fluches, den er in sich trägt, ja, stirbt. Aber ein Jujutsist, ein Meister der Magie an der Schule für Magie in Tokio, schafft es eben, Yuji eine Gnadenfrist zu verschaffen, sodass dieser die Möglichkeit bekommt, Jujutsu zu lernen, den Umgang mit Flüchen zu lernen und eben möglichst so viele von diesen 20 Fluchobjekten wie möglich in sich aufnimmt, bevor er stirbt. Denn wenn Yuji diese Objekte in sich trägt, während er stirbt, dann werden diese Objekte mitsamt Yuji vernichtet. Und das ist eben das Ziel, diesen mächtigen Fluch möglichst zu vernichten. Somit wird Yujis Hinrichtung also aufgeschoben und er darf an der Schule für Magie in Tokio lernen, wie man Jujutsu macht und was man alles über Flüche wissen kann. Ja, und diese Geschichte geht dann eben weiter und es geht halt darum, dass Yuji so viele Fluchobjekte wie möglich zu sich nimmt, dass er gleichzeitig immer stärker wird
Und dass eben die Flüche auf der anderen Seite versuchen, den Fluch in Yuji so mächtig wie möglich zu machen und quasi Yujis Körper zu diesem Fluch zu machen und eben die Jujutsuisten zu, ja, besiegen, sozusagen. Ja, und kommen wir nun zu den einzelnen Charakteren. Über Yuji habe ich ja schon ein bisschen geredet. Das ist eben ein Oberschüler in Tokio, der sehr stark ist und eben zum Gefäß für Skuna wird. Das ist dieser mächtige Fluch. Yujis Motivation ist es vor allem, Leuten zu helfen, Leute zu retten und eben diese letzten Worte seines Großvaters irgendwie für sich, ja, umzusetzen, sodass er eben nicht alleine und nicht ohne Sinn stirbt, sondern so viel Gutes wie möglich noch mit seiner Kraft machen kann davor. Dabei finde ich es wirklich spannend, dass Yuji quasi nie um sich selbst Angst hat. Also es ist ihm wirklich egal, was mit ihm selbst passiert. Es gibt auch Momente, in denen er sehr aufopferungsvoll handelt. Aber die Sorge, diesem Wunsch seines Großvaters nicht gerecht zu werden, beschäftigt ihn mehrfach. Also es ist wirklich so, dass er sich sehr stark darum kümmert, dass andere Leute irgendwie, ja, leben und gerettet werden. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Charaktereigenschaft. Genau, außerdem ist Yuji einer der humorvollsten Charaktere. Ja, und das ist sowieso so ein Ding in Jujutsu Kaisen. Es gibt immer wieder sehr lustige Momente, was ich auch sehr angenehm finde. Also ich finde, das ist eine gute Mischung aus lustig und ernst. So, Yuji wird dabei begleitet von Megumi Fushiguro und Nobara Kyusaki. Kugisaki Nobara, yorokobe danshi, ko itten yo. Ja, das sind eben seine Freunde und Nobara und Megumi kommen halt eben auch sehr früh vor. Megumi ist ein sehr ernster Charakter, sag ich mal. Er ist der erste, mit dem Yuji wirklich in Berührung kommt. Ja, quasi der, der auch miterlebt, wie Yuji sich aufopfert, um ganz am Anfang seinen Freunden zu helfen und wie Yuji eben das Fluchobjekt in sich aufnimmt. Ja, und die beiden werden schnell Freunde und ergänzen sich sehr gut, weil Megumi sehr ernst und nicht humorvoll ist, aber ein sehr mächtiger Jujutsist. Also er ist natürlich auch noch am Anfang seiner Ausbildung, aber er beherrscht verschiedene Jujutsu-Techniken, die halt sehr beeindruckend sind. Ja, und Yuji auf der anderen Seite beherrscht halt noch nicht so viel ganz zu Anfang und ist halt ein sehr humorvoller Charakter. Und ja, das ist auf jeden Fall ein lustiges Duo. Ein bisschen später kommt dann auch Nobara dazu. Nobara ist dann auch eben eine Schülerin in der Klasse von Yuji und Megumi und ist da eben auch eine schon ziemlich gute Jujutsistin. Sie ist erstmal so ein bisschen eine trotzige Einzelgängerin, aber so Stück für Stück kommen die drei sich dann auch näher und bilden eben eine sehr enge Dreiergruppe. Kommen wir nun zu meinem Lieblingscharakter und auch dem Antagonisten Skuna. Skuna ist der, ja, Fluch, der Gott der Flüche, wie er auch teilweise genannt wird, den Yuji eben zum Teil in sich trägt, der, ja, ein sehr, sehr, sehr mächtiger Fluch ist, der vor vielen Jahrtausenden von Jujutsisten eben irgendwie gebündelt wurde in diesen 20 Fluchobjekten und der jetzt eben durch Yuji wieder als Person auftaucht. Yuji und Skuna teilen sich ja quasi den Körper von Yuji und ab und zu gibt es Momente, wo eben Skuna wirklich die Oberhand ergreift, aber eigentlich leisten sie sich halt quasi einen dauerhaften Kampf und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Genau, Skuna ist stärker als jeder andere Fluch und er ist eben versiegelt in diesen 20 Fluchobjekten. Skunas Ziel ist es, die, ja, Flüche an die Macht zu setzen, beziehungsweise die Menschen zu vernichten, beziehungsweise die Menschen auszunutzen und zu, ja, alles mögliche schreckliche quälen, vergewaltigen, fressen. So ganz klar weiß man nicht, was genau Skunas Ziel ist, aber er möchte natürlich eine menschliche Form bzw. seine Form wieder erlangen, indem er diese 20 Fluchobjekte bündelt und er möchte im Grunde alles, was böse ist. Also ja, man merkt auch immer wieder, dass er sehr, sehr geschickt ist. Also ich habe ja schon erklärt, dass er eben ab und zu durch Yuji irgendwie, ja, sprechen kann, aber das ist sehr selten.
Trotzdem schafft er es, diese Gelegenheiten dann komplett zu nutzen, um Yuji in moralische Zwickmühlen zu bringen, um Leute zu verletzen, um Yuji dazu zu bringen, Leute zu verletzen oder um Yuji abwägen zu lassen, ob er die Leute sterben lässt oder die Leute. Und alles zielt eben immer darauf ab, Yuji so stark wie möglich zu verletzen und eben möglichst so weit zu bringen, dass er nicht mehr gegen Skuna ankommt und dass Skuna eben die Oberhand ergreifen kann, sodass er endlich wieder in seine natürliche Form zurückkommen kann. Wenn er denn nämlich Yuji, dann könnte er die weiteren Flugobjekte mit Leichtigkeit finden und zu sich nehmen und eben wieder zu voller Größe auferstehen sozusagen. So, kommen wir jetzt zum letzten Charakter, den ich wirklich persönlich vorstelle, und zwar Gojo Satoru. Das ist quasi der Meister von Yuji. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Jujutsist, der eben Yuji die Gnadenfrist verschafft hat und ja, eben daran glaubt, dass mit Yujis Hilfe Skuna und auch viele weitere Flüche besiegt werden können. Auch er ist ein sehr humorvoller Charakter, also genau wie Yuji. Die lustigsten Momente im Manga haben immer mit Yuji und Gojo zu tun, meiner Meinung nach. Ja, und Gojo ist eben ein sehr junger, verhältnismäßig, aber sehr, sehr mächtiger Jujutsist, der sich eben immer wieder gegen die eingesessenen alten Jujutsisten irgendwie behauptet. Ja, und der eben auch sehr andere Einsichten hat. Also während alle anderen Jujutsisten einfach Yuji hinrichten wollten zur Sicherheit, glaubt er halt daran, dass man es ausprobieren sollte, Yuji die Möglichkeit zu geben, noch weitere Fluchobjekte auf sich, in sich aufzunehmen. Und ja, im Grunde gibt es da eben immer wieder so kleine Streits und Schwierigkeiten durch diese alten, eingesessenen Jujutsisten und halt eben diese neuen Jungen, die eben andere Ideen haben. So, kommen wir jetzt zu den künstlerischen Aspekten von Jujutsu Kaisen. Der Teil fällt mir besonders schwer, weil ich, wie gesagt, wirklich wenig Ahnung davon habe. Also ich kann jetzt nur sagen, was mir subjektiv gut gefällt und was nicht und wie ich das empfinde. Ja, da könnt ihr mir gerne irgendwie auch noch weiterhelfen in den Kommentaren, weil zum Beispiel Zeichenstil oder sowas kann ich einfach noch nicht wirklich beurteilen. Also, fangen wir damit an. Ich finde, Jujutsu Kaisen hat einen fantastischen Artstil. Ich finde, die Charaktere sind super gut gezeichnet, sowohl im Anime als auch im Manga. Und ich finde, gerade die Flüche, die eben ja nicht irgendwie ein Realitätsvorbild haben, sind total originell und irgendwie spannend dargestellt. Genau, das finde ich einfach irgendwie einzigartig bei Jujutsu Kaisen, wo man natürlich auch sagen muss, dass ich, wie gesagt, nicht allzu viel Vergleich habe. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Und was ich auch finde, ist, dass die Charaktere alle so ihren eigenen Style haben. Also nein, der grundsätzliche Style ist natürlich gleich, aber dass jeder so seine eigenen Einzelheiten und Details hat. Und dass man bei allen Charakteren auch sehr gut quasi verstehen kann, wie sie empfinden. Also es ist mit diesen Zeichnungen einfach sehr gut rübergebracht, was in diesen Charakteren vorgeht. Und ich finde, das sorgt auch dafür, dass man die deutlich besser vor Augen hat und dass man sich halt eben noch besser in die Geschichte vertiefen kann. Viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Aber kommen wir noch ein bisschen zum Anime. Und zwar die Musik vom Anime ist fantastisch. Also ich habe mehrere Lieder oder Songs, die aus dem Anime kommen, die ich wirklich regelmäßig in meiner Lieblingsplaylist höre, weil die einfach so gut sind. Also es gibt verschiedene, ich zeige euch jetzt auch ein paar. Ich finde wirklich, dass diese Songs so gut passen zu den Szenen und das alles nochmal so gut unterstreichen und noch viel spannender machen. Ja, von daher, das Sounddesign ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, ist Jujutsu Kaisen einer meiner absoluten Lieblingsanimes und Mangas. Ich habe nicht viel Negatives dazu zu sagen. Ich muss sagen, dass es in den letzten Mangas relativ wenig Yuji-Action gab und auch relativ wenig Gojo-Action.
Also da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr von beiden Charakteren gewünscht, aber die Story lässt auf jeden Fall zu, dass da wieder sehr viel mehr mit denen passiert und deshalb hoffe ich da so ein bisschen drauf. So, wie gesagt, ist mein absoluter Lieblingscharakter ja Skuna. Also Skuna ist wirklich fantastisch, finde ich fantastisch geschrieben, fantastisches Charakter-Development. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weitererzählen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Also schaut es euch gerne selber mal an. Ja, und eigentlich war das dann jetzt auch schon alles. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Jujutsu Kaisen weitergeht. Ich verfolge das natürlich. Und gerade beim Anime bin ich sehr gespannt, weil der ja dann bald auch rauskommen müsste, glaube ich, die zweite Staffel. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das Format gefällt, ob euch meine Meinung zu Jujutsu Kaisen irgendwie, ob ihr die nachempfinden könnt oder eher nicht. Und ja, wenn ihr Fragen oder Beiträge oder, keine Ahnung, Kritik habt, dann schreibt die mir auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!